Ja, hallo, liebe Freunde. Ich wollte es eigentlich nur noch bei spektakulären Sachen Video machen, aber es ist schon wieder so viel passiert, das doch erzählenswert ist, was man auch nicht so leicht findet. Also das ist der absolute Oberhammer meiner Meinung nach. Das habe ich schon vor einiger Zeit entdeckt, aber ich wollte nicht nur deswegen ein Video machen. Also, der Stephen Paddock, da ist jetzt sein Bruder übrigens verhaftet worden wegen Kinderpornos. Also die Frage, ob man ihm was anhängen will, damit er nichts sagt, oder ob die auch Verbindung eben in diese Szene haben, ja, beides wahrscheinlich. Ja, er hat ja wahrscheinlich, ist ja wahrscheinlich, hat auch für den Staat gearbeitet, habe ich in den anderen Videos erzählt. Aber hier, das ist der Hammer. Also er hat hier eine 13 auf den Hals tätowiert, beziehungsweise kann das Foto natürlich auch gefälscht sein. Also die Freundin, die daneben sitzt, sieht wie rein editiert aus, aber das ist an dieser Stelle nicht so wichtig. Es gibt die Eröffnungsszene von Hangover, die in Las Vegas spielt. Die kann ich natürlich jetzt nicht spielen, auch wenn es erlaubt wäre, sonst schmeißen sie mich wegen Copyright runter. Genau in dem Moment, wie das Mandalay Bay gezeigt wird, da wo der geschossen hat, also angeblich geschossen hat, wird ein Lied gespielt, und zwar eine bestimmte Strophe eines Liedes, genau, beginnt genau da, wo dieses Gebäude beginnt, wo man dieses Gebäude sieht. Vorher singt er, I was born to bring trouble wherever I am, with the number 13 tattooed on my neck. Also ich wurde geboren, um Ärger zu machen, und wo immer ich bin, mit der Nummer 13 tätowiert auf meinen Hals. Und unten heißt noch, found me with the preacher man, also confessing all I done, catch me with the devil playing 21. Also fragt mich, während ich mit dem Teufel 21 spiele, also 21, die ja auch immer aufgetaucht ist in dem, auf den Tattoos, und schaut euch meine anderen Videos dazu an, auf dem Bild, auf der Las Vegas Karte, auf der Las Vegas Karte in dem Illuminaten Card Deck. Also wer glaubt, dass sowas Zufall ist, viel Glück beim Test. Ein Psychologen. 13 ist natürlich auch eine Zahl, Bedeutung, Meister vom königlichen Gewölbe, könnte man sagen, ja, weil es ja ein Haus ist. 13 ist auch wo die Templer verurteilt, Chef der Templer verurteilt wurde und so weiter. Könnt ihr selber googeln. Ist nicht so wichtig. Der große Zufall ist schon wichtig, weil das Ganze wahrscheinlich ein Ritual war. Aber dieser Zufall da, das ist der Wahnsinn. Dann hier, sehr wichtiger Artikel. EU hat quasi die Überflutung Europas beschlossen. Verlinke ich den Artikel von Journalistenwatch. Das Entscheidende ist hier die Regelung, nach der das Land für den Asylantrag verantwortlich ist, und dass der Migrant seinen Fuß zuerst gesetzt hat, wird aufgehoben. Das heißt, egal wo die landen, da müssen die dann berücksichtigt werden, und dann können sie sich auch noch ein Land wünschen. Hier steht zwischen den vier Ländern, die am wenigsten aufgenommen haben. Das wäre sogar gut für uns, ja, aber wir wissen ja, dass Ungarn und so weiter da sowieso nicht mitmachen wird. Aber damit ist natürlich Tür und Tor geöffnet. Alle Mitgliedstaaten sind verpflichtet, Asylbewerber aufzunehmen. Und wie gesagt, das verstößt ja gegen das deutsche Grundgesetz, weil die alle reinkommen über Drittstaaten. Und das wurde natürlich fast einstimmig beschlossen. Das ist also, die Überflutung Europas ist beschlossen. Das ist also eine richtige Überschrift. Dann hier auch noch sehr interessant, hat mir jemand zugeschickt, Open Society Foundation. Also da war so ein Propagandafilm von Michael Moore. Erzähle ich gleich was. Aber nur damit ihr das hier seht. Hier heißt es also, dass Migranten signifikant schlechter abschneiden als Deutsche, und die Schuld haben natürlich die Deutschen. Also man kann sich's nicht ausdenken. Also ganz kurz, ich will nicht, dass das Video zu lang wird. Der Michael Moore hat eine Szene gezeigt, wie toll alles in Deutschland ist, in dem Film. Der war aber vor der Migrationskrise, und ganz interessant, da sieht man, wie die Leute indoktriniert werden, die Schüler. Da müssen Schüler einen Koffer packen. Und die wichtigste Sache, die ihr am meisten her am Herzen liegt, reintun. Und
in zwar in Bezug auf die Nazi-Zeit, weil die Juden ins Konzentrationslager geschafft wurden. Und dieses Kofferpacken wird da simuliert. Aber dann in Verbindung damit, dass sie die als Flüchtlinge bezeichnen, sagt man, oh, die Flüchtlinge, das sind ja wie die Juden und die müssen jetzt ihren letzten Koffer packen. Das ist an einer deutschen Schule brutalste Gehirnwäsche, ja. Nazi-Zeit, Flüchtlinge, wir müssen helfen. Unfassbar, diese Verbindung. Und jetzt sieht man auch, warum natürlich die Jugendlichen so reagieren, ja, die Antifa-Leute und so weiter. Das ist Gehirnwäsche auf höchster teuflischer Ebene. Und ja, das führt dann zu solchen Resultaten. Und in dieser Soros-Studie heißt natürlich, ja, die sind schlecht integriert, deswegen sind Leistungen schlechter. Die sind die Leistungen schlechter, weil der IQ viel niedriger ist aus den Ländern, wo die herkommen. Und die Kultur anders ist, die Sprache nicht können. Der im Film gezeigt hat, konnte die Sprache natürlich, weil es ein Propagandafilm ist. Aber dann wird es auch noch dem deutschen Schulsystem angelastet, dass die Migranten schlechter abschneiden. Also das ganze Schulsystem ist auf Inklusion angelegt und dass denen besonders gut geholfen wird. Natürlich ist das ganze Schulsystem schlecht, das deutsche, ja, wie jedes staatliche. Aber gerade auf Migranten wird enorm viel Wert gelegt und die Soros-Stiftung erdreistet sich noch zu sagen, in Deutschland wird schlecht kritisiert. Ja, wir werden überflutet mit Leuten, die Analphabeten zum großen Teil sind. Also unfassbar, diese Propaganda hier wieder. Nächstes Ding, sehr interessant, in der Zeitenartikel. Das mit dem Markieren hat auch schon mal besser funktioniert. Ja, das schreibt hier einer in der Zeit, ich will es kaum vorlesen. Ja, wie wäre es denn, wenn jemand mit dem Tode bedroht ist, wenn er aus der Partei austritt? Da geht es in dem Glaser und dann, ja, und auf Abfall vom Islam steht laut Scharia die Todesstrafe. Und darauf hat eben der Glaser von der AfD hingewiesen, der von der Zeit springt ihm in diesem Argument bei. Und was heißt das jetzt? Also der wurde ja abgelehnt, der Glaser. Dreimal. Das ist die Islamisierung des Bundestages. Ganz einfach. Das ist die Islamisierung des Bundestages. Alle Parteien haben den abgelehnt, weil er einfach Islamkritiker ist, mit vernünftigen Argumenten, wie sogar die Zeit schreibt. Aber selbst wenn es unvernünftige Argumente wären, ja, dass es eben im Grundgesetz nicht vereinbar ist, wird ihm auch noch vorgeworfen, dass er nicht auf dem Boden des Grundgesetzes steht, wo er das Grundgesetz verteidigt. Das ist die Islamisierung des Bundestages. Weil du natürlich im Islam den Islam nicht kritisieren darfst. Und die haben alle, fast alle, einen Islamkritiker nicht zum Bundestagspräsidenten gewählt, entgegen aller demokratischen Gepflogenheiten. Bisher wurden immer alle von allen Parteien gewählt. Das ist das höchste deutsche Gremium, das Parlament, ist damit offiziell islamisiert. Fakt. Einer der Gründe, warum ich jetzt das Video gemacht habe, das wird wahrscheinlich meine Hauptüberschrift sein. Frankreich, die Täter machen es wie die Nazis, da geht's, habe ich euch rausgesucht, Judenhass in Frankreich, natürlich durch Muslime, und die Verbrechen an Juden werden totgeschwiegen. Und gleichzeitig werden Islamkritiker als Antisemiten bezeichnet. Wie sie das hinkriegen, weiß ich sowieso nicht. Aber genau das Gegenteil ist natürlich der Fall. Ja, der Antisemitismus steigt und Kritiker müssen sich ständig mit dem schwachsinnigen Antisemitismus-Vorwurf rumschlagen. Ja? Also unfassbar. Dann CDU hält mysteriöse Gelder aus Aserbaidschan. Was ist die vorherrschende Religion in Aserbaidschan? Der Islam, der schiitische Islam. Also das ist natürlich nur die Spitze des Eisbergs. Wer weiß, aus wie vielen islamischen Ländern deutsche Politiker, in dem Fall hier CDU, Gelder erhalten. Gut, dann will ich noch ganz, wo ist mein bester, letzter Bildschirm? Also ich bin immer ein bisschen unsicher mit dem neuen Programm, ob ich dann nach links oder rechts drücken muss. Also mein neues Buch ist raus, New World Order auf Englisch. Hat 70 neue Kapitel. Nicht 70 neue Seiten extra auf Buchseiten umgerechnet, das gibt es nur auf Kindle. 10 neue Kapitel, enorm explosive Informationen drin. Ja, es ist auf Englisch, aber ihr würdet mir auch einen Gefallen tun, wenn ihr es kauft. Wenn ihr nicht besonders gut Englisch könnt, das ist mir lieber als jede Spende, weil 70% gehen da an mich, Teil an die Übersetzerin. Und vor allem, damit sie in den Rankings nach oben kommt, und wäre auch nett, wenn ihr dann Rezensionen verfasst. Die Rezension könnt ihr aufs deutsche Buch beziehen, das auch reinschreiben. Ich habe das deutsche Buch gelesen und so weiter, damit es in den Rankings nach oben kommt. Ich mache jetzt noch nicht so groß Werbung dafür, weil ich möchte jetzt erst nochmal auch die perfekte Vorbereitung für Interviews und so weiter. Da will ich noch extra Texte schreiben. Aber ihr könnt es euch ja schon mal anschauen.
The New World Order exposed. Also zusammenfassend, die Islamisierung schreitet mit Riesenschritten voran. Das kann niemand mehr leugnen, wenn es sogar in der Zeit das kritisiert wird, ja, dass der Glaser aus diesem Grund nicht gewählt wird. Nochmal zu Las Vegas, also offensichtlich ein Ritual. Ich wollte auch nochmal ein extra Video, aber schaut es euch einfach selber an. Es ist nicht nur die Pyramide im Hintergrund, sondern auch der Obelisk. Der steht vor dem Hotel, das die Pyramide darstellt. Rechts ist das Excalibur, natürlich auch magische, okkulte Hintergründe. Dann haben wir die 13, wir haben den 32. Stock, wir haben den Rodriguez, der am 33. auftaucht. Da habe ich auch die blödsinnige Kritik gehört. Ja, in dem Lied ist er aber nicht auf dem 33. Stock. Im Lied geht es um den 33. Stock und ein Rodriguez taucht auf. Und in dem Artikel der Englischen Zeitung taucht ein Rodriguez am 33. Stock auf. Das ist der Zufall. Natürlich steht da nicht exakt in dem Lied drin, was da an dem Tag passiert. Ist ja nicht vollkommen verblödet. Und das heißt natürlich auch nicht, dass der Sänger, dass Robbie Williams das alles weiß, sondern dann sagt man halt, bau das und das in Text ein oder schreib es gleich für ihn. Auch wenn er als Text da drunter steht, heißt es noch lange nicht, dass es von ihm selber geschrieben wurde. Es wird ja oft gesagt, die schreiben selber, dann haben sie einen Ghostwriter oder manche singen noch nicht mal selber. Ja, der Robbie Williams wahrscheinlich jetzt schon. Aber die großen Plattenfirmen entscheiden doch, wie ein Cover aussieht und so weiter. Und das habe ich in dem anderen Video gezeigt, wie die alle miteinander zusammenhängen. Und dazu glauben, dass wenn die Machtelite etwas tut und die in okkulten Gruppen zu Hause ist, was ich im letzten Video nachgewiesen habe, Mainstream-Quelle, Mirror, ja, und die ziehen so etwas durch, dann machen sie eben, führen die das nach Ritualregeln durch, die in ihren Logen auch durchgeführt werden. Die sind halt verrückt. Die Leute immer fragen, warum machen die das? Ja, das müsst ihr doch nicht mich fragen. Die machen, weil sie dran glauben, dass man so etwas ankündigen muss, weil das ein kosmisches Gesetz ist und so weiter. Das müsst ihr alles selber nachlesen. Ich kann da auch nicht auf ein Buch immer verweisen. Natürlich in den Büchern viele Sachen, andere Sachen dann auch noch drinstehen. Die müsste ich dann auch noch rechtfertigen, ja. Recherchiert halt selber. Die Freimaurerei, da geht es nur um Rituale. Und natürlich gibt es auch gutartige Logen, die einfach nur Philosophie betreiben und so weiter. Aber die Logen, in denen die sind, das ist auch offensichtlich, wer permanent Krieg führt, dass der eben ein Psychopath ist. Die Psychopathen kommen in diesen Logen nach oben und ab einer bestimmten Loge, ab einer bestimmten Höhe, leiert man halt nur noch die Bösartigsten in die nächst höhere Loge ein. Das ist reine Logik, habe ich im zweiten Buch erklärt. Wenn man etwas Böses machen will, muss man es im Geheimen machen, dann kann man es ja nicht offen machen. Und dass sie das ankündigen, seht ihr ja, dass das nichts verhindert. Es werden jetzt auch noch Leute glauben, die es ein Zufall ist, die sagen, es ist ein Zufall, dass das Hotel eingeblendet wird und da und dann einer steht, dann einer singt, ja, ich bin der Typ mit der Nummer 13 auf dem Hals. Also wer das für Zufall hält. Ihr könnt auch glauben, wir sind alle in einer Simulation, in einer Matrix und das programmiert alles einer. Könnt ihr auch glauben, aber was ihr nicht glauben könnt, ist, dass sowas Zufall ist, weil es gegen jede Wahrscheinlichkeit ist. Also, das ist mein Bildschirm. New World Order Exposed. Ich werde natürlich auch englische Interviews dann irgendwann dazu geben, aber ich komme ja zu nichts. Ciao.